einem Dorf weit, weit weg lebten zusammen ein faules Mädchen und ihre ältere Schwester, das fleißige Mädchen. Das faule Mädchen mochte es nicht besonders zu arbeiten. Sie war sogar zu faul, den Teller, von dem sie aß, zurück in die Küche zu räumen. Das fleißige Mädchen hingegen erledigte alle Arbeiten im Haus. Eines Tages klopfte es an ihrer Tür. Oh, die Tür klingelt. Schwester, du machst auf. Ich habe gerade meinen Nagellack aufgetragen. Das fleißige Mädchen öffnete die Tür. Es war ihre alte Tante. Während das fleißige Mädchen sofort die Tasche ihrer Tante nahm und sie hereinbat, rief das faule Mädchen nur: Willkommen, Tante! Aus der Ferne. Als ihre Tante eintrat, fand sie das Zimmer des fleißigen Mädchens makellos sauber vor. Als sie jedoch das Zimmer des faulen Mädchens sah, verzog sie das Gesicht und sagte: Wie unordentlich ist es denn hier? Überall war es so schmutzig, dass die alte Tante dann sogar auf eine Gabel getreten war. Oh, autsch! Mein Fuß! Das fleißige Mädchen half ihrer Tante sofort. Das faule Mädchen kümmerte die Situation überhaupt nicht. Später ging das fleißige Mädchen in die Küche und bereitete einen köstlichen Apfelkuchen für ihre Tante zu. Ich kann dich nicht hungrig nach Hause gehen lassen, Tante. Wenn du Hunger bekommst, kannst du ihn unterwegs essen, sagte sie. Das faule Mädchen, den süßen Duft des Kuchens wahrnehmend, gesellte sich ebenfalls zu ihnen. Gib mir auch etwas von dem Kuchen, meckerte sie. Ihre alte Tante rügte dieses respektlose Verhalten des faulen Mädchens. Sie holte einen goldenen Kamm aus ihrer Tasche und schenkte ihn dem fleißigen Mädchen. Das ist ein Geschenk für dein aufmerksames und respektvolles Verhalten. Das Mädchen kämmte sich freudig die Haare. Sobald der goldene Kamm ihre Haare berührte, sahen ihre Kleider so schick aus. Ihre Haare glänzten und überall erschienen goldene Schmuckstücke. Das faule Mädchen war so eifersüchtig auf ihre Schwester, dass sie sagte: Tante, mein Kuchen ist normalerweise leckerer. Bitte warte, lass ihn mich sofort backen. Sie rannte in die Küche. Sie fügte keinen Zucker hinzu, weil er auf dem oberen Regal war und es wäre für sie viel zu anstrengend gewesen, ihn von dort zu holen. Stattdessen nahm sie Salz. Anstatt einen Apfel vom Baum zu pflücken und ihn zu schneiden, sagte sie: Ugh, wer geht jetzt schon raus? Und fügte Tomaten hinzu. Sie schob den Kuchen in den Ofen, aber um sicher zu gehen, hatte sie ihn sehr lange gebacken. ich denke, er ist fertig gebacken. Sie bot ihrer Tante den Kuchen an, trotz des verbrannten und schlechten Geschmacks. Die alte Dame probierte etwas und bedankte sich dennoch. Dann schenkte sie auch dem faulen Mädchen einen goldenen Kamm aus ihrer Tasche. Sobald das faule Mädchen sich die Haare kämmte, wurden die Kleider, die sie trug, hässlich. Ihre Haare waren zerzaust und ihre Kleidung begann zu stinken. Oh, was ist los? Gibt es denn kein Gold für mich? Ihre alte Tante sagte zu den Schwestern: Jede hat die Belohnung für ihre Arbeit bekommen. Dann ging sie zur Tür hinaus und kehrte nach Hause zurück. Addis Ababa.